Hallo, wir wollen die Entscheidungspopper aufbauen und die einzelnen Schritte für den Zusammenaufbau des Ziels hier nachvollziehbar darstellen. Als erstes nehmen wir eine Palette, die vorne ca. 60 breit ist, um das entsprechend mit dem Abstand vom Boden auszustatten. Und dann lege ich eine USB-Platte oben drauf, auf die ich später dann die einzelnen Teile befestigen möchte. Als nächstes kommt eine Splitterschutzkiste drauf. Wir benutzen hier 82 x 56 und in die Kiste hinein kommen dann die beiden Basisplatten auf Spanplatte, die hier als rechte und linke Platte erkennbar sind. Die Hölzchen hier sind die Verbindungsstege. Vorne kommt dann eine große Splitterfangeinrichtung drauf. Das ist schlicht ein Balken mit Förderbandgummi. Soweit erst einmal die Phase 1. Bevor wir die Basis in den Stahlkasten reinbauen, bringen wir jetzt die Zielplatten auf die Plattenträgerbasis an. Hierbei bitte beachten, dass das ausgestellte Teilstück vom Ziel der anderen Platte zugewandt sein muss. Das heißt, wenn die Fahne nach rechts geht, ist das die linke Platte. Hier ist auch jetzt die Basis so montiert, dass sie praktisch außermittig nach links zeigt, weil der Schütze, der diese Platte beschießt, dann auch links steht. Ihr seht hier die Feder, die wird später hier mit reingeschraubt, mit diesen kleinen Drahtseilhalteelementen. Die Feder ist nicht zwingend nötig, sie mindert aber den Aufprall, die Erschütterungen und macht vor allen Dingen das Aufstellen hinterher wieder einfach. Ich habe jetzt für die starke Feder hier das äußere mittlere Lochpaar gewählt, was dann die richtige Kraftverteilung auch sichert. Dieser Plattensteg wird eingefädelt in die beiden Drehlöcher und durch die Lochung im Steg kommt dann eine Sechserschraube mit diesen großen Muttern, um das Verrutschen der Platte nach rechts und links zu vermeiden. Und hier seht ihr angebracht das Prallblech, was dann hinterher verbunden wird hinten mit dem Aufstellflügel, um das Ganze mit einem Seilzug aufstellen zu können. Ich versuche das jetzt als erstes mal einzufädeln. Wenn das Prallblech an der Platte dran geschraubt ist, dann ist das Einfädeln mühsam und braucht manchmal ein bisschen Probieren und Kraft. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man das Prallblech hinten aufschrauben, damit sich das besser bewegt und die ideale Einschlüpfung möglich macht. Hier wird also jetzt der Teil vom Steg in das Loch gesteckt, wo der Bipus nicht dran ist. Und dann muss man jetzt gucken,
dass man das so hin ruckelt und schuckelt, dass das dort einfüllbar ist. Manchmal dauert es ein bisschen und irgendwann ist es dann ganz einfach. So, jetzt habe ich es hier mit drin. Hier auf dieser Seite mit dem Loch habe ich jetzt die 6er Schraube mit den großen Schiebemuttern. Das stecke ich jetzt rein und passe hier die Schiebemuttern an, damit die Schraube hier nicht rausrutschen kann, wenn wir das dann drin haben zum Drehen. So. Das heißt also, durch diese Schiebemuttern wird sichergestellt, dass das nicht weiter reinrutscht. Für die Feder benutze ich jetzt hier die Drahtseilkrampe oder Klemme oder wie auch immer man die nennt. Und diese Feder ist also jetzt so, dass es in Richtung auf den Bibus zieht. Und hier kommen dann die kleinen 5er Muttern drauf. Ich mache da 2 Muttern drauf, damit die hinterher nicht lose werden können, da, wenn man die dann gegeneinander verspannt. So, das ist schon hier die ganze Friemelmontage. Mehr ist also an Kleinzeug nicht zu montieren. Und die Platte ist jetzt so kalibriert, dass sie nicht nach vorne stürzt, hier mit der Kalibrierschraube. Aber in Wahrheit ist also diese Feder das, was dazu führt, dass sie langsam kippt, aber eben nicht riesig Kraft. Man braucht auch nur minimal Kraft, um sie anzuschubsen. Das heißt, das geht auch mit KK. Soweit der Anbau der Platte, der Feder und die Fixierung der Platte mit dem Schräubchen an der Seite, was verhindert, dass die Platte rausrutscht. Ich habe jetzt die beiden Fallpopper schon angebracht und jetzt kommt noch dazu das Aufstellelement, wenn man sie nicht als reine Knockdown-Platten betreiben will. Diese Schraublöcher passen hinten in die Fallfläche rein. Eins von den Flügeln habe ich hier abgeschnitten. Hier sind die Verbindungslöcher drin. Die werden aufeinander geschraubt und der zweite Flügel von dem nicht abgeschnittenen ist mittig gebogen und dadurch auch etwas kürzer geworden, sodass das Drahtseil dann nicht stört. Die beiden Flügel werden also jetzt angebracht an dieser Position. Hier hinten die Löcher werden verbunden und dann hier die Schraubsituation ausgenutzt. Danach kommt dann hier das Drahtseil in die Ösen und man hat den Aufstellmechanismus. Jetzt haben wir den Aufstellflügel hier montiert an den Fallblechen und jetzt brauchen wir den Splitterschutz. Dafür stellen wir den einen Splitterschutz von der Seite rein, nehmen das von oben und schieben den schräg rein auf die Höhe, wo er hinterher hin soll. Und den zweiten Splitterschutz, ich habe das hier so gemacht, dass es oben flexibel ist und unten ausgesteift. Den zweiten Splitterschutz, den können wir jetzt hier
auf die Seite stellen und dann schieben wir die beide nach draußen, hält wunderbar und sitzt auf Druck, sodass also auch hier die Seiten nicht reinstürzen können und das Oberteil steht. Jetzt wird noch das Drahtseil eingehängt. Hierzu benutzen wir kleine Karabinerhaken. Einmal und auf der anderen Seite den zweiten. Und vorne stellen wir jetzt dann den großen Gurt davor. Und jetzt kann man hier das mit dem Aufstellen wunderbar aus der Distanz machen. Fertig.